Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA und wir machen heute weiter mit dem nächsten Spiel und es steht an, ein Viertelfinale in der Champions League. Nachdem wir United in Manchester ausschalten konnten, steht mit Real Madrid jetzt im Viertelfinale der nächste Mega-Brocken vor der Tür und ja, wir haben ein Heimspiel zuerst, das hatten wir schon zweimal, auch damals war es Achtelfinale. Und einmal war sie sogar im Stadion. Das erste Spiel ging dann damals 1-6 und dann haben wir in Madrid noch 1-3 verloren. Beim anderen war es ja dieses 0-2 zu Hause und dann gab es diesen spektakulären 4-3-Sieg in Madrid, ein Jahr später. Und die Riesenchance von Benny Hövedes, der kurz vorm Ende dann an Casillas scheiterte. Und ja, das bedeutete dann doch leider das Aus. Wenn diese Ball nämlich reingegangen wäre, es das Weiterkommen gewesen. Ja, jetzt haben wir erneut auf Real, diesmal aber virtuell in FIFA und mal schauen. Gehen wir kurz eben schnell noch in die Pressekonferenz, bevor es dann weitergeht. Danke, dass Sie alle da sind. Ich würde dann jetzt um Ihre Fragen bitten. So, probieren wir's. Probieren wir's. Ja, hoffen wir mal, ne? Und danach kommt mit Borussia Dortmund der nächste Brocken. Und da geht es schon so ein bisschen in der Vorstellung um den Titel. Aber jetzt erstmal Madrid, wie gesagt. Das war's für diese Pressekonferenz. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken. Hm. So, gehen wir rein ins Match. Wir wollen natürlich ins Halbfinale. Da sind wir letztes Jahr gegen Juve mal gescheitert, aber jetzt soll's. Die Truppe ist. Oh, so schlecht ist sie gar nicht aufgestellt. Zünchi, Pavard. Naja, schauen. So, Coutinho mal auf die 6 stellen. Das muss ich jetzt natürlich probieren. Bella Kotschap hinten rein. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich nochmal was nachkaufen und nachgekauft bekomme. Vor allem hinten auf der rechten bzw. auf der linken Seite. Naja, gehen wir ins Match, oder? Stopp mal rechter Flügel. Ich probiere mal was aus. Bock hat eigentlich Stürmer, aber den versuche ich jetzt mal als Rechtsverteidiger zu setzen. Und vielleicht noch mal ein bisschen Unterstützung reinzubekommen. Vielleicht klappt dieser Kniff. Damals gegen Inter zum Beispiel mit dem Doppelduo Anan und Sapa hat ja auch funktioniert. Naja, schauen. Das jetzt damals. Was jetzt klappt. So, auf geht's ins Match. Ins entscheidende Match hier gegen Real Madrid. Was heißt entscheidende Match? Das ist erstmal ein Hinspiel. Denn der konnte ja zuletzt einen Dreierpack für sich verbuchen. Genau so ist es. Das auch heute wieder? Lassen Sie sich das nicht entgehen. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Willkommen in der stimmungsvollen Arena auf Schalke. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam und wir zeigen Ihnen heute das Viertelfinal-Hinspiel hier in diesem Wettbewerb. Schalke 04 gegen Real Madrid. Real ist der Favorit, nicht nur ganz klar. Hier in diesem UEFA Champions League Hinspiel, aber wichtig wird sein, dass Sie das... Wir haben zumindest Paris ausgeschaltet, auch Paris konnten wir uns schlagen. Ich denke, mal gucken. Das wird die Strategie von Real sein. Früh treffen, früh das Ruder in die Hand nehmen, damit erst gar keine Zweifel aufkommen.
Ja, Coutinho habe ich auf der 6 gegen für Musiala. Burkhardt spielt hinten rechts, eigentlich normalerweise offensiver für Becker. Aber auch das hat man für Bella Cotta übrigens in der Verteidigung für Ciao. Mal schauen. So, jetzt geht's gleich los. Die Hymne muss ich leider rausnehmen. Das ist eben die Aufstellung von Real Madrid. Die Truppe hat sich auch viel verändert. Hinspiel im Viertelfinale der UEFA Champions League. Das ist natürlich keine leichte Aufgabe, auch gerade in taktischer Hinsicht. Na klar, du willst das hier natürlich gewinnen, aber du darfst nicht alles riskieren, nicht zu offensiv werden. Hast ja noch das Rückspiel. Richtig. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Latza und Savic gelb vorbelastet nach dem Manchester-Spiel. 5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Ja, wie gesagt, die kleinen die drei Änderungen drin. Burkhardt hinten rechts, Bella Cotta in Verteidiger, aber Coutinho auf der 6 neben Latza, der den Laden da hinten nochmal auch momentan zulässt. Und das ist eben die Truppe von Real Madrid. Meinst du mir im Mittelfeld, okay? Taktischer Hinsicht greifen sie immer wieder zum Tiki-Taka. Ja, das sehen wir oft von ihnen. Ja, muss man gucken, ne? Es wird eine harte, sehr harte Nuss, aber ich bin gespannt, ob das heute gelingt. Mal schauen. Wir haben viele Herausforderungen bisher gelöst. Wieder Paris damals. Die Juve haben uns selber ein bisschen rausgehauen. Aber gut, das ist jetzt Vergangenheit. Jetzt heißt es Zukunft und die heißt aktuelles Spiel gegen Real Madrid. Paulinho. Viel mit Auge. Vielleicht jetzt schon aus früher 1-0 und die Riesenschuss für der Große nach 4 Minuten. Ich glaube, da wird der Trainer unzufrieden sein. Aber das war ein gutes Spiel, guter Spielzug. Aber, war das knapp. Das wäre es gewesen. Dann denke ich, noch 4 Minuten das 1-0 zu erzielen. Im Hinspiel, also das ist, mal gucken, was geht. Vielleicht war es das, was noch nur so ein bisschen vorgeplänkelt. Real wird Martin Ödegaard definitiv das Ganze nicht auf sich sitzen lassen. Die werden selber versuchen, was zu reißen. Rodrigo, ja, übelst vorbeigeht. Kein Foul. Und Rodrigo mit der ersten Chance. Bei der Auskarriereende zugeht, hat er ja jetzt bestätigt. Am Ende dieses Marco Richter. Duff. Mann, also sagen wir mal so, wir haben gerade so ein bisschen die Chancen. Also die erste Rodrigo, der mit übelst Tempo vorbeigeht, aber Schalke mit auch der zweiten guten Situation. Das war jetzt gerade mal, glaube ich, Alario, der da den Kopfball am Vorbeisitz. Aber naja, mal schauen. Odegaard. Das ewige norwegische Talent. Mal gucken. Burkhardt ist überhaupt weit, weit weg. Und Savic zur Ecke. Sie führen die Ecke kurz aus. Ah, geht vorbei an der Rose und Hazard. Und es gibt Abstoß, glaube ich. Ne, er gibt nächste Ecke. Gibt die nächste Ecke. Ecke Ödegaard, Hazard. Klasse Flanke. Firmino. Firmino. Bringt den Ball jetzt an den kurzen Posten. Zentner. Und jetzt Paulinho, aber nicht jetzt haben sie den vorbei am Innenverteidiger dort. Und Hazard kommt über die Außenbahn. Also viel läuft bei Real über Eden Hazard. Groß. Und Groß ging und wieder Ecke Real. Also das ist halt, ne? Zwei, drei Chancen hast du gehabt. Die erste ist super leider vergeben. Und der ich weiß gerade nicht, wer das jetzt gerade auf Rodrigo war. Also Schalke muss ein bisschen aufpassen, stehen da nicht ganz doppelfest da hinten drin und das muss sich dringend ändern. Schöner Pass. Ball kommt, der ist gut. Oh, war das wichtig, ja, für den vom Innenverteidiger. Ich glaube, es ist Zyunchi, der da, ja, Zyunchi war es, den dann noch rauszuholen, weil dann wäre es nämlich sonst gefährlich gewesen. Schalke hat es ganz, ganz schnell gecheckt, dass er jetzt da Lucas Alario.
Moment, ich guck gerade, ich mach's. Die haben es ganz, ganz schnell gecheckt, dass da irgendwas gehen könnte. Paulinho. Abseits. Na gut, okay. Alles gut. Es wäre ein Abseits gewesen. Es war richtig, weil Paulinho ein bisschen einen Ticken zu weit vorne stand. Aber auch hier wieder sehr schnell gecheckt. Okay, Ball verloren. Ball, zweite Ball. Oder aber direkt in die Spitze gespielt. Schönes Ding und jetzt ist De Rosa und Hitz gegen Groß durchläuft und De Rosa das Tempo. Und auch hier war es wieder wichtig, dieser lange Ball oder dieser lange Fuß. Die Ecke kommt. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist jetzt mal weg. Ball ist unterwegs. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen. Ah, auch die Schalker probieren es natürlich. Bock hat. Oh, auch hier wieder ein ganz, ganz wichtiger langer Ball. Und jetzt ist es soweit. Yes. Lucas Alario. Entschuldigung, nein, Paulinho. Nochmal die Wiederholung des Tors. Zunächst die Flanke und dann sehen wir natürlich, dass er da den Ball nur noch einnicken muss. Aber das ist keine Anstrengung. Hier nochmal dieser Treffer. Und diesmal keine Chance für den Belgier da am Tor. Thibaut Courtois kann er nichts machen. Ja. Aber es ist gut wieder reingegangen, wieder nachgesetzt, gut gemacht, gut aufgepasst. Die Flanke passte und jetzt ist es das 1:0 und es ist eigentlich nach den letzten Minuten überfällig. Sie haben das Champions League-Tor für Paulinho und man führt vor der Pause mit 1:0 gegen Real. Sehr gut. Und das gibt Selbstvertrauen, da kannst du mal vorausgehen. Noch so eine Hälfte, dann sieht das fürs Rückspiel richtig gut aus. Na, Rodrigo, der viel gemacht hat. Kein guter Auftritt von ihm. Ja, doch, eigentlich schon. Er hat zwei Situationen gehabt, wo die ziemlich gefährlich waren, aber naja. So, jetzt erstmal. Wobei mir aber mehr oder weniger jetzt gerade viel über die Rosen und läuft und nicht allzu viel über Richter. Aber gut, okay. Es ist noch ein bisschen was zu laufen. Spielabschnitt 2, los geht's. Lorenzo Pellegrini. Chagla Sivinci. Rodrigo. Ballverlust Real Madrid. Ah! Schön aufgepasst, da. Nur Firmino. Und das auch das war super antizipiert da. Ah, der sollte eigentlich jetzt auf die Außenbahn gehen, der Ball. Wolfsburg scheint also einen Vorstoß gemacht zu haben. Es soll schon ein konkretes Angebot für den Wunschspieler vorliegen. Das stimmt. 2:0! Jetzt ist es Alario. Und auch wieder funktioniert eine Flanke. Wir sehen nochmal dieses Tor, da ist die Flanke. Richter hat viel Platz. Löffelt ihn rein. Zigünti steht schlecht. Courtois ohne Chance. 2:0. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Die 54. Minute, Lucas Alario. Läuft es natürlich für Sie. Das war ganz, ganz wichtig. Einwurf blau-weiß. Ja, was machen wir da denn da? Das nächste Spiel steht an. Jetzt der Ball kommt. Bella Kotschab. Richter. Ah, Bock hat der Bitte, läuft nicht gerade. Jetzt doch. Alario! Und wieder ein Kopfballtor 3:0.
Ja, klappt der Kniff dann mit Burkhardt auf der Rechtsverteidigerposition? Das klappt momentan besser als Becker. Aber das ist es halt. Der Leute läuft, der kann mit Tempo durchgehen. Alario steht komplett alleine. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Die Nummer 13, 3:0, das ist natürlich eine Hausnummer. Aber wichtig ist auch jetzt erstmal das 2:0 zu halten, weil da muss mich Real 4:0 Minimum gewinnen. Und wenn sie jetzt natürlich ein Tor machen, reicht es nur das 2:0. Also, ne, abwarten. Aber es ist noch ein bisschen was zu gehen. Am Ball groß. Firmino. Jetzt ist der Platz da. Oh, das ist der da. Ja, sieht dann, das natürlich an der Linie ist natürlich ziemlicher Boss. Der bringt jetzt Firmino raus, der überhaupt nicht viel auf die Reihe bekommen hat. Ecke groß. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Groß. Hereingabe von Toni Groß. So, der Ball ist erstmal weg. Er holt sich vorne den Ball. So, Schalke probiert jetzt ein bisschen. Oh, das ist ganz gefährlich. Jetzt ist man mit 2 gegen den Keeper. Und jetzt die Chance. Oh Gott, warum stiegst du denn nicht quer? Also eine die riesen Chance auf das Vierte jetzt vergeben. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Abpraller. Ja. Courtois hat ihn, aber 3:0, das ist natürlich eine Hausnummer, aber das muss halt irgendwie mitgenommen werden. Schade, das 4:0, das wäre so wichtig gewesen. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Ecke, Flaggenwechsel von Rodrigo, der kommt aber mit dem Ball nicht klar. Sie wechseln aus. Die Nummer 6. Alessio. Javairo Di Rosso. Neue der Partie. Die Nummer 6. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ja, schlecht gemacht, Di Rosso. Der Ball ist wieder bei der. Der muss noch ein bisschen besser spielen. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Also Real will jetzt erstmal nur irgendwie das eine Tor hinkriegen. Das wollen die Schalker natürlich verhindern. Sie haben ja die... Groß. Lorenzo Pellegrini. Das wird Abschluss geben jetzt. Uiuiui. Ja? Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Die Nummer 14. Lorenzo Pellegrini. Kurz vor Ende steht es hier 3:0. Messe wohl gelesen. Wir können mal schnell auf die nächste Partie schauen. Der nächste Gegner von Schalke heißt Borussia Dortmund. Richtig, und das ist der vorentscheidende Fight um den Titel. Dürfen Sie da mit breiter Brust aufrufen. Dani Lazza. Der Ballverlust. Aber Lazza, gut gemacht. Haben wieder 3 Mann rausgenommen aus der Situation. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Letzten 2 Minuten schafft Real noch irgendwie das eine Tor. Der Schalker wollen es natürlich verhindern, Rodrigo, aber. Nein! Ich hab's doch eigentlich im Griff gehabt. Jetzt steht's nur noch 3:1. Martin Hüdegaard. Das ist natürlich jetzt bitter, dass das Gegentor doch noch gefallen ist, weil das wäre. Weil ich hab's eigentlich gehabt. Die Situation da auf der Außenbahn. Ach Mann, absolute Macke unnötig. Mit dem 3:0 im Rückspiel. Jetzt wird es noch mal ein bisschen kniffliger. Eigentlich war es hier im Griff. Savic mit seiner Flanke und dann verpasst das. Ja, Hinspiel 3:1. Sag das Gegentor. Dieses Resultat, ein knapper Sieg. Es kann sich natürlich ganz schnell drehen im Rückspiel. Sie müssen weiter konzentriert bleiben. Richtig, ja, es ist ein 2-Tore-Vorsprung. Mal gucken. Das wird eng zugehen. Das haben wir heute auch gesehen. Für mich noch keine. Roberto Firmino. Na gut, also wir haben unsere Chancen genutzt, das ist das gute Parallelspieler oder einem der Parallelspieler
gewinnt Atletico gegen Ajax. Nächstes Spiel heißt Derby gegen Borussia Dortmund und das sehen wir uns in der nächsten Folge an.